Heute ist der 15.09.2010 und hier sind die Anzeigen des Tages. Am 15.09.1951 wird Lisa Fitz geboren. Herzlichen Glückwunsch, sie wird heute stolze 106. Heute vor 180 Jahren, am 15.09.1830, beginnt das Zeitalter der Dampfeisenbahn mit der Eröffnung der Strecke Liverpool-Manchester. Gleichzeitig kommt es aber auch zum ersten tödlichen Passagierunfall, weil ein Mann von der Lokomotive The Rocket erfasst und tödlich verletzt wird. Die Quote von einem Toten pro Tag hat sich seitdem Gott sei Dank erstaunlich gesenkt. Erste Anzeige vom Café Lupus. Das Café Lupus in der Lupusstraße sucht eine Servicekraft. Von 10 bis 15 Uhr, man sollte flexibel sein, also rechts und auch links das Tablett tragen können, einfach melden im Café Lupus oder bei Patch 22 Schillingstraße 22. So, und jetzt wird's besonders schön, auch für mich ist das eine Premiere. Eine sehr liebe Nachricht von Sharon. Lieber Erik, deine werte Gemahlin übersendet dir zum nunmehr 9. Hochzeitstag die besten Wünsche. Sie selbst ist ebenso erstaunt wie du, dass tatsächlich schon so viele Jahre seit dem rauschenden Fest am Rhein vergangen sind. Dies kann nur bedeuten, dass das Leben an deiner Seite keinen Raum für Stillstand oder Langeweile zulässt. Dich noch immer schätzen und dir die Zeit mit dir genießen zu können, sind nur zwei Gründe, warum sich deine Frau auf die weiteren gemeinsamen Jahre freut. Wenn du also tatsächlich bleibst, wie du bist und auf deine alten Tage nicht noch irgendein Spleen entwickelst, wie es bei manchem Mann über 40 gerne mal geschieht, dann steht eurem weiteren Glück nichts im Weg. Alles Gute, many returns und Mazel Tov. Kalamares, dem einen sein Essen, dem anderen sein T-Shirt. Aus dem Norden Deutschlands gibt es nun frische Oberkörperbekleidungen in kurz und lang für Frau und Mann. Wer sich noch eins der limitierten Textilien sichern möchte, sollte die Website www.kalamares.de beäugen. Kalamares aber geschrieben wie Englisch Kala. Kalamares. Dort kann man sich einen Überblick über das mannigfaltige Sortiment verschaffen und seinen Nachbarn das letzte Exemplar der Lieblingskollektion wegschaffen. Check it out, www.kalamares.de. Der Artclub in der Melchiorstraße, da vorne, der Eingang ist gegenüber der Feuerwache. Dort vereinigen sich 100 Künstler für Sie mit permanent wechselnden Ausstellungen. Woche für Woche neue Bilder, da würde ich mal vorbeischauen, das lohnt sich. So, noch einmal eine Anzeige von Michael Diedeling. Michael Diedeling hat immer noch Strümpfe in ihrem Strumpfladen, die sie loswerden möchte. Und Michael macht 1A Strümpfe selbst. Also lange Designerstrümpfe für Frauen und nicht ganz so lange Strümpfe für Männer. So sehen die Strümpfe aus. Die sind alle limitiert auf maximal 20 Stück, also von 40 Stück auf 20 Paar. Sind immer bedruckt. Das hier mit dem Hohelied Salomos. Da hat man viel zu lesen abends vor dem Kamin. Und wenn man also meint, Mann, hab ich geile Beine, dann hat man wahrscheinlich diese Strümpfe von Maike Diedeling an. Im Moment gibt es die auch mit 50% Rabatt, weil die kleine, minimale Mängel haben, die aber außer Maike auch kein Mensch erkennen kann. Also Schillingstraße 20, Maikes Strumpfladen. Eine kleine Anzeige in eigener Sache, Patch 22 sucht einen Standaschenbecher. Das gesamte Team raucht vor der Tür und da haben wir so einen kleinen und dann kriegen wir alle Rücken, wenn wir den immer ausmachen müssen. Deswegen, falls jemand einen Standaschenbecher hat, hier bei Fetch 22, Schillingstraße 22, nehmen ihn den gerne ab. Jetzt noch eine Anzeige von Rückgrat in der Aquinostraße, das ist hier so hinter mir, wenn man von hier aus zur Krefelder Straße läuft. Das Rückgrat ist ein Fahrradladen, man kann da natürlich Fahrräder kaufen. Hollandräder, Cityräder, Transporträder, Kinderräder, Mountainbikes, Crossbikes. Wir haben eine 24 Stunden rund um die Uhr Werkstatt. Und die sind das dann wahrscheinlich auch, warum ich hier nachts im Schlaf kann. Ich denke, hier werkelt doch einer an einem Fahrrad. Das sind die Jungs von Rückgrat. Die machen Reparaturen aller Art, haben Klingeln, Taschen, Schlösser und so weiter, was man alles zum Fahrradfahren braucht. Die beiden Besitzer, Thomas und Waldi, haben auch noch ein Gedicht geschrieben. Reparaturen, super schnell und gut.
damit es den Drahtesel nicht wehtut. Wenn das Rückgrat vom alten Esel nicht mehr will, dann gibt es auch was Neues mit sehr, sehr viel Stil. Das alles gibt es bei Rückgrat rund um die Uhr. Und wo? Im Agnesviertel nur. Dazu passend noch den Tipp von meiner Oma. Besonders Fahrradspeichen lassen sich schlecht putzen und sind anfällig gegen Blutrost. Mit Vaseline oder farblosem Lack lassen sich diese Metallteile vorzüglich gegen Rost schützen. Viel Spaß dabei, das war's von mir. Wenn Sie was zu sagen haben, dann sagen Sie es Patch 22. Die sagen es mir und ich sag's dem Fedel. Jeden Tag 12 Uhr hier, 16 Uhr vor der Agneskirche, samstags 14 Uhr vor der Agneskirche oder unter www.derschwarzebrett.de. Da kann man es auf der ganzen Welt nochmal angucken. Tschüss, ich bin der Schwarze Brett.